So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Gestern ist ja die GenCon zu Ende gegangen und natürlich werde ich auch in diesem Jahr dazu ein Video machen. Die GenCon leitet ja immer so ein bisschen den Herbst ein, da erscheinen so die ersten Neuheiten. Das ist im Prinzip so ein bisschen was wie die Spiele in Essen, das ist halt die GenCon in Amerika, nur dass es noch mehr eine Convention ist, also auch mehr so ein Treffen, das ist einfach riesengroß, wo man dann auch eben ganz viel spielen kann, wo natürlich viele Neuheiten gezeigt werden, man auch schon Spiele kaufen kann. Manche Spiele sind auch nur als Demo da und ich habe jetzt einfach mal die Boardgame-Geek-Liste genommen, wo alle Sachen, die da vorgestellt werden, die da verfügbar waren, eben aufgelistet sind. Habe da geguckt, was interessiert mich, was könnte spannend sein und werde euch jetzt einfach mal der Reihe nach alle diese Spiele vorstellen und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, die Erweiterung Expedition Leaders für die verlorenen Ruinen von Arnak ist das Top 1 Spiel, das da auf Boardgame Geek ganz, ganz oben gerankt ist. Das ist schon eher ungewöhnlich, dass es eine Erweiterung so weit nach oben schafft und da die Spitzenposition einnimmt. Mal gucken, was das so für die anderen Spiele bedeutet. Ich habe mir angeguckt, da sind schon noch viele interessante Spiele dabei. Die verlorenen Ruinen von Arnak hat ja gerade den Deutschen Spielepreis gewonnen, ist also nicht nur bei den Amerikanern scheinbar sehr beliebt, sondern eben auch bei den deutschen Spielern. Und viele haben dem ja auch so ein bisschen vorgeworfen, ja, irgendwie so 5-6 Mal gespielt, dann haben wir aber doch schon irgendwie alles gesehen. Und die Erweiterung jetzt bringt halt ein bisschen mehr Asymmetrie rein. Ne? Es gibt 6 einzigartige Anführer, die einzigartige Fähigkeiten haben, die einzigartige Startdecks haben, die halt unterschiedliche Strategien erlauben. Und ne, wo man eben auch anders spielen kann. Es gibt dann noch halt, wie man hier auch schon sieht, mehr von diesen Tempelfaden, die man dann halt irgendwie austauschen und abdecken kann. Und dann gibt es natürlich auch noch mehr Gegner, mehr Karten, mehr Artefakte, die man kombinieren kann. Also vielleicht, ne, ich meine, die meisten mögen das Spiel, sonst hätte es nicht diesen deutschen Spielepreis gewonnen. Aber ne, vielleicht, wo das jetzt ja auch eben Leute habt, die das auch schon gespielt haben, gesagt haben, oh, ist okay, aber habe ich jetzt schon alles von gesehen. Und die Leute, denen das gefällt, die kriegen jetzt einfach noch mehr Abwechslung und werden da sicher noch viel mehr Spaß mit haben. Dann gibt es auch bei Great Western Trail Neuigkeiten. Wie die meisten von euch schon mitbekommen haben, gibt es da eine Second Edition. Ne, hier steht auch nochmal geschrieben, was das alles so ändert. Es gibt halt neues Artwork. Es gibt einen Solo-Modus. Den gab es ja vorher auch schon. Via Boardgame Geek konnte man sich nur runterladen. Jetzt gibt es endlich einen offiziellen. Dann sind halt die Playerboards jetzt dual-layered. Es gibt halt hier irgendwie das Simmental Breed neu. Es gibt neue Gebäude. Es gibt diese Exchange Tokens, die wir schon in der North Expansion hatten. Und 4 neue Master-Tiles. Also erstmal wirklich nur eine zweite Edition, die so ein bisschen überarbeitet wurde. Ne? Hier sieht man eben auch dann diese Playerboards, die sind halt so Vertiefungen drin, damit dann die Marker nicht hin und her rutschen. Das ist auf jeden Fall eine gute Verbesserung, wird man sich halt für Terraforming Mars auf jeden Fall auch wünschen. Und was ja manche von euch auch mitbekommen haben, es gibt ja jetzt hier die Second Edition in diesem Jahr. Nächstes Jahr gibt es dann Argentina und übernächstes Jahr New Zealand, wo wir dann halt wahrscheinlich irgendwelche Schafherden durch die Gegend treiben. Das sieht auch erstmal so aus, als wenn das keine Expansions wären, sondern so Standalone Expansions wahrscheinlich. Also ich stand jetzt mal davon aus, dass es eigenständige Spiele sind, die man aber schon miteinander kombinieren kann. Wobei man da auch mal gucken muss, also jetzt, wenn es im Prinzip dreimal das gleiche Spiel ist, aber nur so eine kleine Veränderung drin hat, dann weiß ich nicht, ob ich dreimal das gleiche Spiel da rumstehen haben muss, aber wahrscheinlich wird halt auch schon der Spielaufbau anders sein, die Tiere, die man halt ins Ziel bringt, also wird schon, glaube ich, sehr, sehr viel Variation drin sein, aber man, also vielleicht wisst ihr schon mehr, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich aber erstmal auf die zweite Edition. So an sich würde ich jetzt erstmal sagen, wer die erste Edition hat, braucht jetzt die Second Edition nicht wirklich. Vielleicht gibt es halt deswegen diese beiden Teile hier, die dann eben irgendwie damit kombinierbar sein werden, die man eben wahrscheinlich nicht mit dem Originalspiel kombinieren können wird. Aber das werden wir dann sehen. Great Western Trail ist mein persönliches Lieblingsspiel von Alexander Pfister. Deswegen freue ich mich jetzt natürlich sehr darüber, dass das ein bisschen überarbeitet wurde. Wie man hier eben auch sieht, man hat hier jetzt noch Frauen, man hat auch mehrere Hautfarben. Also da wurde auch noch so ein bisschen was in der Hinsicht verbessert. Das ist natürlich auch immer sehr spannend und sehr gut. Und ja, soll dann jetzt auch bald demnächst erscheinen. Ich habe schon einige Rezensionen davon gesehen. Und sobald ich das habe, werde ich euch das auf jeden Fall auch zeigen. Ich habe ja damals zu Great Western Trail auch mit eines der weltweit ersten Videos gemacht. So, Merchants of the Dark Road ist so ein ganz klassisches Eurogame, auf der GenCon auch erst nur als Demo, das soll dann ab Oktober verfügbar sein, also wahrscheinlich auch zur Spiel. Und wie man hier schon sieht, man hat halt Würfel, sobald man irgendwie alle Würfel benutzt hat, ist das Spiel zu Ende. Man kann halt diese Würfel hier irgendwie einsetzen, Aktionen machen, die Zahl der Pips drauf sagt dann halt, wie weit man sich irgendwie bewegen kann. Man kann hier irgendwie seine Waren einlagern und dann kann man halt hier auf diesem Spielfeld sich zu verschiedenen Lokalitäten begeben, da irgendwelche
Aktionen ausführen. Die Orte können auch immer noch mal ein bisschen gepimpt werden und das sieht aus nach so einem klassischen Eurogame, wo ich irgendwie 1000 Möglichkeiten habe, mich für zig verschiedene Strategien entscheiden kann. Das Komplexitätsrating war so bei 2,93, also so im oberen Kennerlevel auf jeden Fall. Das sieht nach einem Spiel aus, wenn das nur halbwegs sich so spielt, wie es aussieht und sieht auch ein bisschen aus, finde ich, wie so ein Stefan-Feld-Spiel, dann kann das auf jeden Fall ein großer Hit werden. Wie gesagt, sobald das rauskommt, ich habe den Verlag schon angeschrieben, der hat bisher noch nicht reagiert. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass das irgendwie einen deutschen Vertrieb hat, aber gucken wir doch einfach mal. Nee, bisher noch nicht. Vielleicht melden die sich ja nochmal, dann werde ich euch das hier zeigen. Wenn nicht, dann bestimmt irgendwann mal später. Es wird hier irgendwann in irgendeiner Art und Weise mal auf dem Tisch landen. Ich bin da auf jeden Fall durchaus sehr neugierig drauf und ich, ja, mal gucken, wenn das gut ist, könnte sich das wahrscheinlich irgendwie spätestens Flo holen oder so. Also das werden wir hier irgendwie auf den Tisch bekommen. Zu Cascadia habe ich euch ja schon ein Video gemacht. Die Kickstarter-Backer haben das schon. Auf Englisch wird das ab Oktober verfügbar sein. Deutschen Release weiß ich nicht. Hier steht auch noch kein deutscher Partner bei. Vielleicht auch bei Pegasus, vielleicht auch wieder bei Ravensburger. Da kann man mal sehr gespannt drauf sein. Ne? Auch so ein Teillegespiel, wo ich hier einfach mir so eine Kombination aus so einem Landschaftsteil und so einem Tier nehme. Das lege ich dann hier halt an. Kann halt die Tiere immer nur dahin legen, wo sie halt drauf abgebildet sind. Und dann muss ich halt versuchen, bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Irgendwie eine lange Reihe zu haben, wo keine anderen gleichartigen Tiere neben sind. Oder bestimmte Gruppen, bestimmte Formationen oder bestimmte Anzahl an unterschiedlichen Tieren zwischen den beiden Vögeln. Dafür bekomme ich dann Punkte. Und muss da halt schon mal entscheiden, wo ich die Sachen hinplatziere. Aber habe eben auch noch diese Landschaften, wo ich für die größte Landschaft Punkte bekommen und wenn ich von einer Landschaftsart die größte überhaupt im ganzen Spiel habe, bekomme ich da auch nochmal extra Punkte für. Also auch wieder ähnlich wie Calico. Einfache Regeln, wobei das hier schon ein Ticken mehr Regeln sind als bei Calico. Dafür hat Calico halt noch härtere Zwänge, ist dadurch noch ein größerer Brainburner. Aber auch hier immer viel über das man nachdenken muss. Es fühlt sich halt so an, als hätte man so ein bisschen mehr Freiheiten, aber wenn man halt diese Ziele gut erfüllen will, dann muss man ja trotzdem irgendwie sich da einschränken und überlegen, was ist jetzt so der optimale Move? Das ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich mag Calico wirklich sehr, sehr gerne. Cascadia spiele ich noch ein Ticken lieber. The Furnace ist gar nicht so die große Neuheit für uns, weil das ist ja, glaube ich, auf Deutsch schon rausgekommen. Ich habe das letztes Jahr auf der Spiel digital schon in der Hand gehabt, habe da auch schon ein Video zu gemacht und das ist einfach so ein Beat-Spiel kombiniert mit Engine-Building, wobei es wirklich mehr Engine-Building das Spiel ist. Wir können dann immer auf bestimmte Gebäude bieten, können dann ganz viele Ressourcen generieren, unsere Produktionskette anwerfen. Das macht schon wirklich Spaß. Ist meiner Meinung nach schon eine Empfehlung, wenn man Spiele dieser Art mag, zumal es eben auch nur so eine halbe Stunde ungefähr dauert. Ich glaube, wenn es alle können, dann ist man auch zu viert in 30 bis 45 Minuten durch. Guckt da mal einfach in mein Video rein. Man legt hier diese Beat-Token auf die verschiedenen Gebäude. Wenn man die dann bekommt, dann kann man hier halt Ressourcen generieren oder Ressourcen umwandeln. Wenn ich sie über den Beat nicht bekomme, dann bekomme ich die Ressource drauf und zwar so oft, wie mein Beat-Token da drauf liegt. Also das ist schon wirklich gut gemacht, halt kein mega großes, super krass verzahntes Spiel, aber wenn ihr eben wirklich so dieses Engine-Building mögt, wenn ihr halt so hier ständig überall irgendwie Ressourcen und hier noch und da noch und euch entscheiden müsst, was ihr jetzt aktiviert und was nicht und welche Karten ihr euch holt, dann guckt euch Furnace mal an. Das ist echt eine schicke kleine Perle. Das nächste ist Origins First Builders von Adam Kwapinski, der hat unter anderem seine Finger auch zum Beispiel bei irgendwie Nemesis mit drin gehabt, Lord of Hellas, In Between, Dark Ages ist auch von ihm und das hier ist jetzt so ein reinrassiges Eurogame, ne, wenn man hier mal reinguckt, da sieht man nicht so wirklich viel, hier ist ein Video vom Spielaufbau, ist im Prinzip auch erstmal so ein Dice Placer, wobei ich eben diese Würfel halt immer irgendwo hinsetzen kann, ich kann da halt immer die Aktionen machen, die hier oben abgebildet sind und wenn der Würfel halt farblich passt, kann ich noch diese Spezialaktion machen, die auch immer in jedem Spiel, ne, irgendwo anders liegen kann, also auch diese Räder, ne, das ist immer zufällig variabel, wo die hinkommen in jedem Spiel und hier ist halt so ein Rad drauf, das sieht man jetzt gerade nicht, da ist halt eine Nummer drauf angegeben und ich kann die Würfel nur zu einem bestimmten Feld legen, wenn die Zahl gleich groß oder größer ist und dann kann ich halt diese Aktion noch eine bestimmte Art und Weise ausführen, also da werde ich auf jeden Fall, also vielleicht schon eine englische Version von zugeschickt bekommen, dann kann ich euch das Spiel nochmal genauer im Detail zeigen, wenn es denn da ist, also wenn ihr auf Dice Draft Eurogames steht, dann könnte das auf jeden Fall ein Blick wert sein, auf jeden Fall die deutsche Version werde ich dann allerspätestens bekommen, aber ja, mal gucken. Also ich habe mich auf jeden Fall für die englische angemeldet, beworben darauf auf ein Rezensionsexemplar. Ich hoffe ja, dass das kommt. Die Bought & Dice Leute sind da eigentlich sehr zuverlässig, von daher, ich bin da sehr gespannt drauf.
Dann Dinosaur World. Das ist so der Nachfolger von Dinosaur Island. Ich glaube, so ein bisschen die seichtere Version davon. Und ich meine, klar, es ist Jurassic Park das Spiel. Das holt super viele Leute thematisch ab. Ich war überhaupt kein Fan von Dinosaur Island. Die ganzen Spielmechaniken so, das war so, hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Das hat schon so alles funktioniert. Dann noch plus die Hooligans. Also, wem es gefällt, bitte. Aber ich habe da ein paar Partien von gespielt, euch da auch ein Video zugemacht und dann gesagt, ich lasse da mal die Finger von. Hier war ich jetzt durchaus auch gespannt drauf und habe ich mir die ersten Bewertungen durchgelesen von Leuten, die es jetzt eben auf der GenCon gespielt haben, die halt gleich gesagt haben, so, oh Gott, ich wünschte, ich hätte nur eine Session gespielt und nicht das Ding gleich gekauft. Was halt in mehreren Kommentaren steht, ist, dass das Ding halt so 2-3 Stunden dauert, eher so Richtung 3 Stunden und das Gameplay, das einfach nicht hergibt, diese lange Spieldauer. Vielleicht wird die halt besser, wenn man es ein paar Mal gespielt hat. Was hier auch noch jemand geschrieben hat, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, er hat halt auch noch 5 Punkte gegeben, er meint auch, er hat eigentlich viele interessante Sachen, schon schicke Mechaniken, die auch ganz gut zusammenpassen und auch sehr stimmungsvoll sind. Aber was er eben auch meint, ist, dass hier eben auch super viel nicht kontrollierbares Glück dabei ist, das sich eben auch super unfair anfühlt und was dann eben auch dazu führt, dass es eben durchaus ein bisschen länger dauern kann. Und er hat hier wirklich ziemlich ausführlich begründet, warum er das Ding nicht mag und dass auch die Turn Order ihn irgendwie nicht abholt. Und er sagt einfach, dass er generell die Mechanik doof findet, dass wer die wenigsten Punkte hat, erster ist, weil es sich halt bestraft und irgendwie gut spielt, wobei das sehe ich jetzt tatsächlich nicht so. Aber die Meinung kommt ja durchaus, wenn man sich die Kommentare durchliest, ein bisschen häufiger durch. Von daher, ich denke nicht, dass mich Dinosaur World mehr abholen wird als Dinosaur Island. Aber ich weiß, es gibt viele Fans da draußen. Ob man dann wirklich beide Spiele braucht, wird man sehen, wenn sie wirklich da sind. Ich werde mal gucken. Das ist von Pandasaurus Games, mit denen habe ich eigentlich auch eine ganz gute Kooperation. Also wenn ich es bekomme, würde ich es mir auf jeden Fall angucken, aber ich bin da jetzt nicht so hinterher. Wenn das nicht hier ankommt, das werde ich sicher auf ganz vielen anderen Kanälen finden. Now or Never wird vermutlich auch irgendwann, wahrscheinlich nächstes Jahr, dann bei Schwerkraft erscheinen. Das ist jetzt wirklich so der Nachfolger oben und unten, nah und fern. Now or Never ist dann so das nächste in der Reihe. Ich war ja auch schon kein großer Fan der Vorgänger, war deswegen auch bei Sleeping Gods sehr, sehr skeptisch. Sleeping Gods fand ich gut, aber hier haben wir eben auch wieder so ein Gegeneinander-Spiel, bei dem man halt irgendwie so eine Stadt irgendwie aufbauen muss und hier eben auch verschiedene Charaktere hat. Und das ist scheinbar auch wieder so ein Eurogame, wo es auch wieder so Story-Elemente drin geben soll, wo man auch hier, das ist wahrscheinlich auch dann dieser Atlas, in dem man drin spielt, bin ich auch überhaupt nicht neugierig drauf. Also das werdet ihr hier sehr wahrscheinlich auch nicht sehen. Aber wenn ihr halt Fans von oben und unten und nah und fern wart und jetzt sagt, boah, das hat mich total angemacht, ich würde gerne sehen, wie sich die Reihe weiterentwickelt, dann könnt ihr euch Now or Never definitiv mal angucken. Aber ich sage, ich werde da wohl eher die Finger von lassen. Außer natürlich die ganzen Rezensionen hinterher sagen, boah, mega toll und viel besser als die Vorgänger. Aber ich glaube einfach nicht, dass mich das Spiel so abholen wird. Über Horrified habe ich ja erst in dem Gezockt aus Radebeul geredet. Auch so eine Pandemie-Variante, wo man halt gemeinsam gegen so Filmmonster kämpfen muss. Und jetzt haben wir halt American Monsters. Das heißt, wir haben hier sowas wie irgendwie Bigfoot, den Mothman, den Jersey Devil und so weiter. Also, ne, Ozzy Crowler sagt mir persönlich gar nichts, aber Amerikaner werden diese Ungetüme wahrscheinlich kennen. Sprich, auch das wird, also, ne, der Spielplan sieht doch ungefähr exakt genauso aus wie der von dem normalen Horrified, nur dass jetzt eben die Art der Gegner, gegen die wir kämpfen, eine andere ist. Das andere ist ja auch nie auf Deutsch rauszukommen. Das hier vermute ich auch erstmal nicht. Mich würde mal, also ihr könnt ja, also vielleicht habt ihr auch eine Idee, wenn man da eine deutsche Version von machen würde. Was wäre so eure Idee, wo ihr sagen würdet, ne, Horrified, German Monsters, die könnte man da gut reinnehmen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich würde aber sagen, nicht damit rechnen, dass wir auch hiervon irgendwie eine deutsche Version demnächst sehen, vielleicht aber doch, wobei ich sage eigentlich, seitdem es Betrayal at House on the Hill auch auf Deutsch gibt, würde ich eigentlich erstmal über nichts mehr sagen, dass es das nicht gibt. Mal gucken, wer es ist von Ravensburger. Also so ein bisschen ist die Chance schon da, wobei es ein paar Ravensburger Spiele gibt, die irgendwie nur in Amerika rauskommen, hier nicht. Vielleicht hat das irgendwas mit Lizenzen zu tun, ich weiß es nicht. Ich habe schon 5-mal bei Ravensburger angefragt, die antworten da einfach nicht drauf. So, The Loop, das habe ich bisher gar nicht verfolgt. Das stand auch in der Ankündigung drin, obwohl es irgendwie 2020 ist. Ich glaube, jetzt gab es irgendwie eine Second Edition davon oder so, eine Neuauflage. Es ist wieder verfügbar. In Amerika, ne, ist es bei Pandasaurus Games rausgekommen. Die haben mich auch angeschrieben und haben gefragt, hey, wir haben das jetzt irgendwie ganz neu, also auch in diesem Sommer, obwohl es eigentlich letztes Jahr schon rausgekommen ist, wie mir auch schon Leute erzählt haben, dass die schon haben und gespielt haben. Die wollten mir das dann zuschicken und jetzt irgendwie nach 8 Wochen haben sie sich gemeldet und meinten, wir haben festgestellt, wir haben ja gar nicht die Rechte für Europa dafür, dann müsstest du dich mal an den europäischen Vertrieb wenden, habe ich jetzt auch gemacht, haben leider noch nicht geantwortet.
Ist auf jeden Fall ein durchaus interessantes Spiel, auch so ein kooperatives Spiel, bei dem wir gegen so einen hier komischen Doktor, Dr. Evil Fox, kämpfen müssen. Und das dann eben in Form von so einem Deckbauspiel, wo wir halt hier auch, ne, hier ist so der Spielplan zusammengesetzt, wo wir so verschiedene Token hinsetzen müssen, wo hier in diesem Turm, da kommen immer so Schadenswürfel, die werden da reingeworfen, die können halt, ne, einen von drei möglichen Ausgängen haben und wir müssen halt immer so Karten ausspielen, um uns irgendwo hinzubewegen, diesen Schaden irgendwie abzuhandeln, irgendwelche Aufträge zu erfüllen, die hier am Rand liegen und auch manchmal so Loops in Kraft zu setzen, dass wir halt Karten, die wir schon benutzt haben, wieder umdrehen und nochmal benutzen können. Also das klingt nach einem spaßigen Konzept, so ein bisschen so ganz schön clever als Deckbauspiel, wo ich mir auch so coole Kombos zusammenbaue. Es soll ein hartes Alpha-Leader-Problem haben und auch wenn man das mit Spielern spielt, die gerne viel grübeln, dann kann das eine ganz schöne Downtime haben. Aber die überwiegende Mehrheit von Reaktionen, die ich dazu bisher gehört habe, war, dass es positiv ist, dass es viel Spaß macht. Also da bin ich, ich mag ja auch Deckbauspiele, definitiv neugierig drauf. Da werde ich auf jeden Fall im deutschen Vertrieb nochmal nachhaken. Das würde ich euch halt wirklich schon auch ganz gerne mal zeigen können. So, wenn man hier nochmal in die Liste guckt, dann sieht man auch, Iberian Gorge von 2017 ist auch mit 93 Daumen ziemlich weit oben in der Liste. Vielleicht auch da eine neue Version, Neuauflage, ich weiß es nicht. Ist ein Eisenbahnspiel, ja, sieht es auch nicht so super hübsch aus, gibt es, das ist die Info für alle Interessierten. Korra, Rise of an Empire ist von Yellow und Yellow hat ja immer wunderschöne Spiele, aber das sind selten so irgendwie Expertenspiele, die wirklich so krass verzahnt sind, sondern immer eher auf so einem Zutschen-Level sind. Und jetzt gibt's halt die Yellow Expert Line und da ist halt Korra das erste Spiel, das da erschienen ist. Und da habe ich mir auch jetzt schon so ein Video oberflächlich angeguckt von Tom Vassell, der auch meinte, es hat ihm gefallen, es war spaßig. Ich habe mir vom Gameboy Geeks ein kurzes Video dazu angeguckt. Man geht hier halt so auf verschiedenen Leisten hoch, bekommt dadurch irgendwelche Vorteile, hat halt Karten, die man ausspielen kann, man kann irgendwie Ressourcen sammeln, Militär generieren, irgendwie ganz viele Punkte machen am Ende. Also wer Spaß hat an Spielen, wo man auf Leisten hochgeht, der bekommt hier scheinbar ein gutes Spiel geliefert. Der Clou bei diesem Spiel sind halt die Würfel, die man hat. Und ich kann halt dann diese Würfel werfen und muss dann dazu passend Karten ausspielen. Die Karten haben halt Werte und der Wert muss halt, ich glaube, kleiner oder gleich wie der Wert sein, den ich gewürfelt habe. Dann kann ich die Karte einfach so ausspielen. Ansonsten kann ich die Karten nicht spielen, ob irgendwelche anderen Mechaniken, mit denen man das ausgleichen kann. Das heißt, Würfeln ist tatsächlich auch schon relativ wichtig. Man will hoch würfeln. Ansonsten kann es sein, dass man bestimmte Aktionen nicht machen kann. Da meinte Tom Vassell auch zu, dass das nicht so schlimm sei, weil die niedrigen Karten die mit den starken Aktionen sind. Aber auch so ein bisschen mein Dune-Problem. Es kann halt sein, dass ich dann gerade in der letzten Runde irgendwas machen möchte, weil ich denke, oh, das brauche ich jetzt unbedingt. Das ist der optimal beste Zug für mich. Und dann sagen halt die Würfel einfach nein und dann kann ich es nicht machen. Das fühlt sich natürlich immer so unbefriedigend an. Mal gucken, wie man hier irgendwie vorbeugen kann. Ist ja ein Yellow-Spiel, also vermutlich auch irgendwie bei Huch. Das heißt, sobald es da eine deutsche Version von gibt, werde ich euch das auf jeden Fall auch zeigen können. Das ist ja auch wahrscheinlich kein Spiel. Na, 75 Minuten, Komplexität 2,79. Also bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt drauf. So, Lunar Capital ist auch so ein Spiel, wie man das in der Art schon ein paar Mal gesehen hat. Hier gibt's halt Karten, hier gibt's verschiedene Marker. Die werden halt hier ausgelegt, Karten und Marker. Und ich muss mir dann einfach eine Kombination von aussuchen und muss die dann halt hier in so Reihen bauen. Muss die Karten mal aufsteigen legen. Ich kann maximal drei Reihen anfangen, kann da halt dann diese Plättchen drauflegen, kann die auch später nochmal irgendwie umlegen. Und dafür bekomme ich dann Punkte. Das ist so, glaube ich, im Wesentlichen das Spiel. Die Devir Games kommen ja meistens irgendwann dann auf Deutsch raus. Oftmals auch bei Cosmos. Hier ist noch kein Vertrieb bei. Ein bis vier Spieler, 45 Minuten. Ja, könnt ihr jetzt einschätzen, ob das was sein könnte, was euch interessiert oder nicht. So, Return to Dark Tower war ja auch ein Kickstarter vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren. Ne, Dark Tower war ja so ein Spiel, ich weiß nicht, glaube ich, 20, 30 Jahre alt, mit so einem Turm, wo irgendwie Batterien reinkamen, der dann immer irgendwie Geräusche gemacht hat und irgendwelche Anweisungen gegeben hat. Und hier hat man das Ganze jetzt eben dann als neues Spiel von Restoration Games, ist der Verlag, die sich ja oftmals solche Spiele aus den, ja, so 80, also die heute schon so 20, 30, 40 Jahre auf dem Buckel haben, eben vornehmen, diesen bisschen noch ummodeln, da schon so der Geist erhalten bleibt, aber das Ganze so ein bisschen moderner ist. Ich glaube tatsächlich sogar Stefan hat das irgendwie komplett mit allem gebackt. Das heißt, das werde ich euch auf jeden Fall zeigen können. Ne? Auch natürlich wieder was, was man vielleicht bei Asmodee sehen wird. Die haben auch dieses Fireball Island gemacht. Ne? Das hier ist dann der Dark Tower von damals. Vielleicht haben das ja auch manche von euch früher irgendwie als Kind gehabt, wo man dann hier irgendwie gegen diese Armeen kämpfen muss. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das irgendwie kooperativ war oder nicht. Na, hier in der Version auf jeden Fall nicht. Ja, hier ist es jetzt Cooperative, Push Your Luck. Also, ja, nichts, was mich persönlich jetzt so unfassbar reizt. Aber ne, auch wieder so, es gibt ja viele Spiele, da sage ich halt, okay, ne, wenn ich die irgendwie bekomme, weil die irgendwie einen Freund hat oder Verlag mir die als Rezensionsexemplar zuschickt, dann gucke ich mir die halt gerne an und mache euch da auch gerne ein Video
zu. Aber das wäre jetzt auch sowas, wo ich sage, okay, das ist halt da. Wenn ich das jetzt nicht bekomme, stehen immer auch so viele Spiele rum, die noch gespielt und rezensiert werden müssen, dann ist das nicht so schlimm. Es geht weiter mit Dinosaur Island und zwar Raw and Right. Und das soll im Oktober rauskommen, zumindest eben auf Englisch. Ich mutmaße mal, dass wir das irgendwann bei Feuerland sehen werden. Auch, was wir in letzter Zeit häufiger sehen, so ein Roll and Ride mit zwei Blöcken, wo wir dann hier irgendwie scheinbar die Gehege für diese Dinos einzeichnen können. Hier auf dem anderen Plan auch noch irgendwelche Dinos wahrscheinlich abstreichen können, die wir haben. Und haben halt hier auch hier wieder diese DNA-Würfel und alles. Ich habe so ein bisschen das untrügliche Gefühl, dass das für mich persönlich die beste Dinosaur Island Variante sein wird, die es gibt, und ich das wahrscheinlich auch besser finden werde als Dino Genetics. Muss ich mal gucken, wie es dann wirklich gespielt ist, aber ich hoffe einfach, dass das Spiel ein bisschen weniger Probleme hat, als es die großen Spiele haben, und ich mag ja eh Roll-and-Ride-Spiele, und wenn es das halt schafft, ähnlich wie zum Beispiel Fleet the Dice Game, das Gefühl von dem großen Spiel in halt, ne, dieses kleinere Format zu pressen und dadurch eben dafür zu sorgen, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen gewinnt, dann wäre das auf jeden Fall schon echt gut. Also das gucke ich mir auf jeden Fall an. Da werde ich mal Pandasaurus anschreiben und sagen, hey Leute, wenn das da ist, ne, dann schickt mal, ich würde das dann auch gern hier einfach den Zuschauern zeigen. So, wie ihr die meisten von euch mitbekommen haben werden, wird es zu Galaxy Trucker eine neue Version geben, die jetzt eben, ne, 14 Jahre nach dem Original rauskommt, und ich bin ja tatsächlich aktuell auf dem Stand, dass ich sage, ich mag Galaxy Trucker, und ihr wisst ja, ne, am PC und so spiele ich eigentlich relativ selten, App-Spiele schon so ab und zu. Galaxy Trucker als App, finde ich, macht mehr Spaß, und ich habe es deutlich häufiger gespielt als das richtige Brettspiel. Und ich bin mal sehr gespannt drauf, ob es diese gestreamlinete Version jetzt eben schafft, dafür zu sorgen, dass ich das einfach auch dann wieder bevorzuge und sage, das würde ich noch eher auf den Tisch bringen. Jetzt dauert es eben nur noch 20 bis 30 Minuten, nicht mehr so wie früher 60 Minuten. Früher haben wir auch immer so alle drei Raumschiffklassen durchgespielt, das werden sie jetzt vermutlich geändert haben, weil 20 Minuten klingt eigentlich so nach einem Durchgang. Einmal das Raumschiff zusammenbauen, dann irgendwie, ne, einmal abhandeln, was auf der Reise passiert. Also da bin ich schon super gespannt drauf, gibt sicher auch schon ganz viele Infos zu, aber ne, ich bin da ja bei manchen Spielen so, dass ich weiß, dass es die gibt, ich weiß, die machen mich an, und dann informiere ich mich gar nicht so sehr drüber, sondern warte halt, bis die hier sind und gucke die mir dann an und habe dann einfach ganz unbefangene Meinung dazu. So, ich habe es ja auch an anderer Stelle schon mal erzählt, Unmatched Battle of Legends wird ein Volume 2 bekommen, ne? Es gab ja lange Volume 1 und ganz viele andere Boxen, aber keine Volume 2, und hier sind jetzt irgendwie Bloody Mary, Sun Wukong, Yenenga und Achilles drin als neue Helden, also auch wieder eine Grundbox, wo ich vier verschiedene Helden bekomme. Man hat halt einen Spielplan, der doppelseitig ist, wo man sich dann mit seinen Figuren drauf bewegen kann. Jeder hat halt so einzigartige Karten, kann halt immer, ne, angreifen, verteidigen, Spezialfähigkeiten auslösen. Man hat immer noch so Sidekicks, und man kann auch manchmal nur bestimmte Karten für halt entweder den Charakter oder die Sidekicks spielen. Das ist wirklich so ein super easy Spiel für zwei Leute, die sich gerne bashen, die gerne so ein Duellspiel haben wollen. Hat super einfache Regeln. Das lernt ihr einfach, dann müsst ihr nie wieder in die Regeln gucken. Das System an sich ist gut. Ich hatte nur das Problem mit der Grundbox, dass die Charaktere teilweise ziemlich unbalanciert waren, sich das nicht gut angefühlt hat. Aber ich habe einfach die Hoffnung, wenn man da mehr von hat, es gibt auch ganz viele andere Boxen, wo man einfach mehr unterschiedliche Charaktere in unterschiedlichen Konstellationen spielen kann, dass es dann auf jeden Fall gewinnt. Also das überwiegende Feedback, was ich eben auch von den Zuschauern bekommen habe, war, dass die gesagt haben, hey, sehen wir ganz anders, wir mögen das hier, die und die Charaktere. Habe ich gesagt, ja, mag sein, die sind aber nicht in der Grundbox drin, die einzige, die es gerade auf Deutsch gibt. Von daher habe ich da eben große Hoffnung, dass das eben gefixt wird, wenn es einfach immer mehr Content dafür gibt. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall nochmal eine gute Bereicherung ist, mit halt auch dann hoffentlich gut ausbalancierten Charakteren. So, Savannah Park von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer, da ist man ja schon immer ein bisschen hellhörig. Die Print Games, die ersten Spiele von denen, haben mich noch nicht so überzeugt. Das hier sieht aber durchaus ganz interessant aus. Und zwar haben wir hier, na, so ein Park quasi, oder so eine Landschaft mit vielen verschiedenen Tieren drin, und dann liegen da halt auch so verschiedene, hier irgendwie so Bäume mit Schatten und hier irgendwie Gräser und Wasserstellen aus, und da brennt es irgendwie, und man kann dann halt diese Tiere im Spielverlauf halt irgendwie irgendwo anders hin bewegen, auf ein so ein freies, wie man hier sieht, man hat scheinbar immer ein freies Feld, und dann kann ich halt irgendwie irgendein Tier nehmen, das dort hinlegen, dann drehe ich es halt um, also wenn ich hier irgendwie dann diese Giraffe nehme und die jetzt hier hinlegen möchte, drehe ich die halt um auf die blaue Seite, damit zeige ich einfach an, ich habe das Tier schon bewegt, das heißt, hier ist jetzt eine Lücke, und dann muss ich halt wieder gucken, was lege ich da hin, und auch, ne, das Tier, was ich dann nehme, drehe ich halt um, lege es dahin, und dann bleibt das da liegen, und irgendwann habe ich halt hier jedes Plättchen einmal bewegt, irgendwann ist alles blau, und dann guckt man halt, wofür bekommt man Punkte. Und das klingt erstmal auch wieder nach einem einfachen Grundprinzip, auch scheinbar wieder mit wenig Glück, außer wahrscheinlich der Startaufbau. Es gibt scheinbar irgendwie eine Möglichkeit, wie man die Mitspieler beeinflussen kann, das habe ich jetzt hier noch nicht so raussehen können,
Aber ne, erscheint bei Deep Print Games, also bei Pegasus. Das heißt, sobald es das gibt, werde ich euch das auf jeden Fall zeigen können. So, dann Vivid Memories. Das sieht auch nicht uninteressant aus tatsächlich. Also wenn man sich das hier erstmal anguckt, sagt einem das noch nicht wirklich viel. Das hier auch alles noch nicht. Und ne, hier, da sieht man schon, okay, ne, auch so Teile, die man da irgendwie hinlegt. Rado hat da auch schon so ein kleines Überblicksvideo zugemacht. Ne, das ist irgendwie so scheinbar irgendwie das Hirn. Und das sind so verschiedene Bereiche im Gehirn, die man irgendwie aktivieren kann. Auf jeden Fall muss man halt diese Teile hier irgendwie immer auch hinlegen in bestimmten Formationen. Muss die halt hier von diesem Plättchen runternehmen und hat irgendwie so spezielle Eigenschaften, die aber irgendwie blockiert sind. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Aber er meinte, also für ihn, er fand halt irgendwie scheinbar Azul nicht so gut wie alle anderen. Und er hat irgendwie gesagt, dieses Spiel hier wischt mit Azul den Boden auf. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber das klingt ja erstmal nicht schlecht. Wobei, Rado ist ja immer sehr, sehr positiv. Er mag ja grundsätzlich immer sehr viel oder findet zumindest immer positive Aspekte an seinem Spiel. Und wenn es eine schöne Artwork ist, dass man dann gut herausstellen kann. Und ja, das ist jetzt hier noch nicht angegeben wahrscheinlich, wäre das auf dort, ne, Matago und Floodgate Games, das heißt Matago spricht jetzt auch erstmal für Pegasus auf Deutsch. Da habe ich jetzt nichts in die Ankündigung gehört, dass das dieses Jahr noch rauskommen soll. Mal gucken, wenn das wirklich so gut ist, dann kommt das dann vielleicht im nächsten Frühjahr raus, bin ich mal gespannt drauf. Werde ich auf jeden Fall auch mal beim Verlag anfragen, weil ne, solche Spiele mag ich ja sehr gerne, die kommen auch in meinen Spielerunden immer gut an, von daher bin ich da wirklich auch mal gespannt drauf. Alien, Fate of the Nostromo. Auch wieder so ein Lizenzspiel von Ravensburger. Das machen die ja schon meistens ganz gut. Normalerweise auch in Zusammenarbeit mit Prospero Hall, so ein Designstudio, das sich halt solche thematischen Spiele eben immer vor, oder solche Themen immer vornimmt, also irgendwelche Filme, und die dann eben auch wirklich gut in Brettspielform umsetzt. Manche haben auch schon gesagt, dass es irgendwie so ein bisschen Nemesis Light sei. Da bin ich mal gespannt drauf. So Berichte, die man dazu gelesen oder die man hier eben sich angucken kann, da heißt es halt auch wirklich eine große Enttäuschung und sehr zufällig. Manche haben gesagt, das einfachste kooperative Spiel, das sie jemals gespielt haben, weil man es irgendwie scheinbar nicht verlieren kann. Andere haben halt einfach gesagt, dass sie es halt, oder es sind viele Berichte hier wahrscheinlich von solchen Conventions dann, dass sie es eben mit 5 Leuten gespielt haben, ne? Weil man kennt das, kennt ihr vielleicht auch vom Spieleabend, wenn ihr dann schon mal seid auf so einem öffentlichen Abend und ihr so ein Spiel habt, das mit 2, 3 Leuten ganz gut ist, und dann ne, setzt ihr euch hin, wollt ihr spielen, und dann kommen noch Leute dazu und sagen, ah, das würde ich auch gerne spielen. Zack, sitzt ihr mit 5 oder 6 Leuten an dem Spiel und ihr wisst genau, das Spiel gewinnt dadurch nicht. Das wird jetzt hier, ob wir rechtzeitig fertig werden, keine Ahnung. Und hier kann das ähnlich sein, dass es mit 2 oder 3 Spielern echt gut ist, mit 5 dann aber nicht. Auch da habe ich bei Ravensburger schon angefragt, wie das aussieht, ob das auf Deutsch rauskommt oder es nicht rauskommt, warum das nicht in Deutschland irgendwie angepriesen wird und warum das nicht in der Release-Liste steht. Auch da noch keine Antwort. Ich frage einfach immer wieder, bis ich irgendwann geblockt werde oder man mir mal antwortet oder das Thema sich erledigt hat, weil es irgendwie schon ein Jahr her ist. Aber ja, ihr seht das hier auch, ne? Unterschiedlichste Meinung dazu und oftmals halt niedrige Bewertungen, auch einfach, wenn man es mit 5 Leuten gespielt hat. Das ist natürlich dann auch schade, dass irgendwie das so angegeben wird, dass man ein Spiel mit so vielen Leuten spielen kann, wenn es dafür gar nicht geeignet ist. Aber Alien-Film fand ich super gut, habe ich halt als Kind oder Jugendlicher auch geguckt, habe mich mega umgehauen, war auch mit so das Erste, was ich in der Richtung gesehen habe und war damals halt auch super wegweisend und toll und spannend. Nemesis Light klingt erstmal nicht verkehrt, aber da würde ich mir eben auch wirklich gerne selber eine Meinung zu bilden. So, Machikoro 2 habe ich ja auch schon in meinem Community-Tab geschrieben, soll ich auch zugeschickt bekommen. Ich bin mal gespannt, ob Pandasaurus Games da nicht auch in 2 Wochen sagt, so huch, können wir dir gar nicht schicken, weil du irgendwie in Deutschland bist und wir da die Rechte nicht haben für den Markt, aber ich bin da mal ganz guter Dinge. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgefragt, die haben mir nicht mehr zurückgeschrieben, so ein Autoresponder, dass sie ja gerade auf der Gen Con sind bis zum 21. Und ja, es klang auch so, als wenn es schon im Warenhaus in Europa wäre, also ich ist tatsächlich auch durchaus bekommen könnte. Machikoro ist ja auch ne, so ein Kartenwürfelspiel, wo wir halt verschiedene Gebäude haben. Man würfelt halt und dann guckt man halt, habe ich ein Gebäude, das die Zahl hat. Und wenn das so ist, dann triggert das halt. Es kann eben auch sein, dass ich Gebäude habe, die im Zug von anderen triggern, dass ich Gebäude habe, die irgendwie anderen Leuten was geben, wo ich anderen Leuten was wegnehmen kann oder wo ich einfach selbst irgendwelche Dinge bekomme. Und ne, das sind immer die Kosten. Ich muss dann immer Geld generieren, mit dem Geld dann irgendwelche Großprojekte bauen. Und das soll jetzt halt noch ein bisschen interessanter sein, eben auch für fortgeschrittene Spieler. Da bin ich mal gespannt, weil viele sagen ja auch so, Space ist für sie das bessere Machikoro. Und dann ist eben die Frage, ob jetzt hier halt Machikoro sich damit seinen Top-Platz wieder zurückholen wird oder ob es weiterhin so eher in der Casual-Richtung sein wird, wie es halt auch der erste Teil schon war. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, weil das alte Machikoro habe ich halt auch immer mal wieder gern gespielt. Da war jetzt auch kein Dauerbrenner oder so, aber würde ich halt auch immer auf jeden Fall mitspielen. Und die Legacy-Version dazu ist ein Abenteuer, ist spannend. Man fragt sich, was für Drogen da genommen wurden, während das Spiel entwickelt wurde. Würde ich jetzt nicht zwingend empfehlen, sich das zu kaufen, aber das ganz normale Machikoro ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
So, das Spiel hier habe ich einfach auch noch gefunden in der Liste. The Stuff of Legend, ne, das erinnert ja so ein bisschen an Der Herr der Träume, basiert irgendwie scheinbar auf so einem Graphic Novel, ein kooperatives Spiel für 3 bis 5 Spieler, ne, Adventure and Betrayal, oder 3 bis 6 Spieler, ne, und auch wieder so Spielzeuge von so einem kleinen Jungen, die irgendwelche Abenteuer bestehen. Da bin ich erstmal so grundsätzlich neugierig, aber mal gucken, ob wir davon einen deutschen Vertrieb sehen werden. Ne, Third World Studios habe ich jetzt noch nicht gehört. Kevin Wilson ist natürlich ein Name, den man schon kennt, ne, von allen möglichen Spielen, Arkham Horror, Cosmic Encounter, Civilization, also da kann schon durchaus ein gutes Spiel hinterstecken, wobei natürlich jeder Autor auch mal ein paar schwache Momente hat. Dann ein Spiel, wo ich super neugierig drauf bin, was man auch schon im Tabletop-Simulator spielen kann, Caesar Sees Rome in 20 Minutes. Es gibt ja Blitzkrieg oder Winziger Weltkrieg, wie es irgendwie auf Deutsch heißt, das ist ja bei Schwerkraften auch erschienen, und das ist halt auch so ein super einfaches Spiel, wo ich einfach so Marker aus dem Beute ziehe, die dann hier irgendwie auf den Spielplan lege, und das soll schon das gleiche Grundprinzip haben, sich aber schon noch anders anfühlen, bisschen gestreamliner sein, noch schneller spielbar sein und auch besser sein, laut dem, was man hier in den Kommentaren so liest. Das muss man natürlich immer erstmal mit Vorbehalt sehen, und ich habe mich da jetzt auch nicht näher mit beschäftigt. Ich spiele halt nicht wirklich bei Tabletop-Simulator. Ich mag das einfach nicht so, Brettspiele online zu spielen. Ganz, ganz selten mache ich das mal, aber meistens habe ich einfach andere Dinge zu tun. Aber da bin ich wirklich mal gespannt drauf, weil ich ja auch Blitzkrieg schon echt gut fand. Das hat mir Marcel damals gezeigt. Wir haben, glaube ich, gleich 4, 5 Partien am Stück gespielt. Wenn es da jetzt einfach noch eine bessere Variante von gibt, dann ist es ja umso toller für uns alle. Dann bin ich über The Night Cage gestolpert. Da sieht natürlich erstmal schon mal das Cover nicht uninteressant aus, und das spoilert auch schon so ein bisschen das Spiel. Wir sind halt irgendwie in so einem Labyrinth gefangen, haben halt so eine Kerze, die langsam runterbrennt, und müssen da eben halt rauskommen. Und natürlich, wie es mit Kerzen so ist, die erleuchten nicht alles, sondern nur so die Umgebung um uns herum. Und das erinnert so ein bisschen an Subterra, zumindest erstmal von dem, was man hier so sieht. So ein Plättchenlegespiel, wo wir dann halt nicht irgendwie so ein Wegsystem haben und da halt irgendwie langlaufen müssen. Wir müssen irgendwie Schlüssel finden und dann gemeinsam aus diesem Labyrinth entkommen. Also wenn ihr Subterra mochtet und so die Art von Spielen mögt, dann könnte das vielleicht gar nicht so interessant für euch sein. Hat hier auch schon bei relativ vielen Ratings eine 7,6. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht die schlechteste Bewertung. Für Paris, Stadt der Lichter, wird es die Eifel-Erweiterung geben. Laut dem, was hier steht, gibt es halt erstmal primär 8 neue Aktionspostkarten, die einfach noch mehr Variationen im Spiel erzeugen, wo man dann eben auch entsprechend Figuren hat, die man irgendwo hinstellen kann, dass man nochmal die Dreidimensionalität drin hat. Aber viel mehr habe ich jetzt gar nicht gesehen. Gibt auch leider noch irgendwie nicht groß Bilder oder so dazu. Mal gucken. Also ich glaube, allein beobachte das mal, ob da dann vielleicht im nächsten Jahr die Erweiterung auf Deutsch rauskommt oder nicht. Das wird dann schon zeigen, wie gut das Spiel bei Cosmos dann eben auch wirklich lief. Super Skill Pinball 4K wird eine Standalone-Erweiterung bekommen. Die deutsche Version kommt ja, glaube ich, jetzt gerade so raus. Ich habe da schon irgendwelche erste Posts gelesen. Ich weiß nicht, ob das nur Tabletop-Simulator-Spiele waren, aber das soll auf jeden Fall ja auch in diesem Herbst erscheinen. Ein Roll-and-Ride-Pinball-Spiel scheint so gut zu laufen, dass es da jetzt eine Standalone-Erweiterung zu gibt, wo wir dann wahrscheinlich einfach andere Flipper-Versionen zu haben. Also das wird dann wahrscheinlich bei Erfolg auch im nächsten Jahr oder so bei Frosted Games erscheinen. Sind wir mal gespannt. Ne, abhängig davon, wie erfolgreich die deutsche Version ist, wird denn das vielleicht ja auch bei Frosted Games erscheinen, wobei ich mutmaße mal, dass die Sprachabhängigkeit hier nicht ganz so hoch bei sein wird. Aber gibt auch noch nicht wirklich groß Fotos oder Videos dazu. So, von AEG kommt 10 raus. AEG hat ja zum Beispiel auch so Spiele gemacht wie Punktesalat, und das soll so vom Anspruchskomplexitätsgrad her in die Richtung gehen. Hat mich auch so ein bisschen an Push erinnert. Ist eben auch so Push Your Luck mit einer Beat-Mechanik bei. Ne, erinnert so ein bisschen an Blackjack oder 17-4, dass man halt nicht über 21 gehen möchte. Hier möchte man eben nicht über 10 gehen. Das heißt, man hat auch hier so einen Kartenstapel, ähnlich wie bei Push, wo ich halt Karten von aufdecke, und ich muss mich dann halt entscheiden, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Es kann halt sein, dass ich hier zuerst ein 6 aufdecke, dann kann ich weitermachen. Ne, das hier ist dann so eine andere Karte, wo man halt so mit Ressourcen generiert, und die würde ich jetzt halt davon abziehen. Das heißt, der Wert wäre nur noch 1. Ich könnte halt weiterziehen und möchte halt schon eigentlich viele Karten da liegen haben. Hat halt auch so ein ganz entfernt an Port Royal erinnert, und dann kann ich halt irgendwie mir da entsprechend diese entweder die Karten nehmen oder diese Ressourcenkarte, oder ich explodiere und dann können auch irgendwie Karten noch in den Markt gehen. Da kann ich sie mir halt nach einer Runde auch kaufen. Es kann so Joker-Karten geben, die aufgedeckt werden. Da findet dann halt so eine Beat-Runde statt, wobei der zuletzt dran ist, dann eben das finale Gebot geben darf, sodass es dann eben auch wichtig ist, halt immer die richtige Anzahl
weiteren Ressourcen zu haben, um da eben im Zweifel diese mächtige Joker-Karte bekommen zu können, weil er möchte im Wesentlichen immer aufeinanderfolgende Zahlen von einer Farbe haben, also hier 6, 7, 8 gibt mehr Punkte, die 5 gibt mehr Punkte, die 4, ne, ist halt eine Joker-Karte, die 4 und die 5, da bekomme ich jetzt eben Punkte für und hier 1, 2, 3, ne, die andere 3 kann ich hier quasi wegnehmen, 4, 5, das sind also auch nochmal richtig viele Punkte und so versuche ich mir eigentlich dann die passenden Karten zusammenzusuchen. Je nach Spielerzahl sind die Karten auch unterschiedlich oft drin, das muss man auch vor Spielbeginn wissen, damit man halt weiß, ne, wann man bei irgendeiner Karte halt lieber passen sollte, wo man besonders viel für ausgeben möchte. Klingt nach einem kurzweiligen, witzigen Spiel, wo Tom auch in seiner Rezension meinte, dass es halt auch so ein Spiel ist, könnte man irgendwie in jeden Supermarkt neben Uno, könnte man noch so ein Ten hinstellen. Also auch eher, sag ich mal, auf der seichteren Seite. Er persönlich findet Punktesalat auch besser. Bin ich mal gespannt. Mich könnte das sogar ein bisschen mehr anmachen. Ist von AEG. Ist auch, glaube ich, schon der Post zu mir. Das heißt, das werde ich euch dann auch bald ausführlich zeigen können, wenn euch das interessiert. Ihr habt es ja sicher schon irgendwo gehört. Dune, das alte Spiel Dune, wo man ja eigentlich idealerweise 6 Spieler für braucht, damit das wirklich gut funktioniert, bekommt jetzt eben auch anlässlich des Films eben, da sieht man hier auch das Artwork und so, die Charaktere sind alle aus dem Film, halt eine neue Version, die nur 2 bis 4 Spieler braucht, die auch nur 20 bis 60 Minuten dauert, statt irgendwie 5 bis 6 Stunden, die man, glaube ich, ins alte Spiel stecken kann. Und da bin ich dann wirklich mal gespannt. Das Spiel dauert auch nur 3 bis 5 Runden. Bin mal gespannt, ob das dann das Dune-Spiel sein wird, das mich persönlich in diesem Jahr überzeugen wird. Wenn das müsste eigentlich in diesem Jahr noch rauskommen. Ja, ich habe mal geguckt, ist für den 11. September angekündigt, wird es also schon auf der GenCon zu kaufen gegeben haben, wenn es noch wirklich rechtzeitig da war. Gale Force 9, da habe ich leider überhaupt gar keine Kontakte hin. Manche reagieren einfach gar nicht. Matago ist dann auch wieder natürlich ein Indikator, dass es irgendwie bei Pegasus erscheinen kann. Oder vielleicht sagt auch Asmodee, naja, Dune hier in Deutschland, Europa, wollen wir schon ganz gerne machen. Also bleibt spannend. So, Prospero Hall, habe ich ja schon oft gesagt, die schaffen es ja immer wieder, sich Filmthemen oder auch irgendwelche anderen popkulturellen Lizenzen oder Themen zu nehmen und die eben in der Regel in ein gut gemachtes Spiel umzusetzen, das halt mechanisch schon so gut funktioniert, dass es halt diese Lizenz eben in ein gutes Spielgefühl umsetzt. Oftmals waren es aber auch Spiele, die dann entweder so kleine Macken hatten, wo man sagt hat, okay, alles irgendwie gut durchdacht, aber die Summe vom Spiel funktioniert nicht. Oder sowas wie Back to the Future, was ein tolles Spiel ist, was ich aber, also ich persönlich halt irgendwie einmal spiele, dann habe ich halt das Gefühl, okay, ich habe hier auf eine angenehme Art und Weise diesen Film nachgespielt, das war auch interessant und alles, aber brauche ich jetzt irgendwie nicht wieder spielen. Und Rocketeer war so ein Film, den fand ich als Kind super toll, mit so einem Jetpack da irgendwie durch die Gegend. Ist natürlich was, was so einen 10-Jährigen irgendwie total abholt. Und da haben sie jetzt halt so ein 2-Personen-Spiel draus gemacht. Also mal gucken, ob wir das hier auch irgendwie nochmal, also ist jetzt nichts, was ich so ganz oben auf der Agenda habe. Aber vielleicht nochmal, ich glaube, den Film brauche ich auch nicht mehr gucken. Ich glaube, der ist aus heutiger Sicht eher schlecht, aber wie das so ist, wenn man nostalgische Erinnerungen damit verbindet, dann holt dann halt sowas ab, ne? Darauf setzen ja auch diese Spiele rein immer. So, Asmati Games, die ja One Deck Dungeon rausgebracht haben, das ist ja auf Deutsch bei Schwerkraft erschienen, hieß da irgendwie Winziges Verlies oder so, und da gibt es jetzt halt One Deck Galaxy, das also, ne, ähnliche Grundvoraussetzungen haben dürfte, also stark komprimiertes Spiel, hier eben auch mit Würfeln, die man irgendwie einsetzen muss. Ich denke mal, es wird eine sehr ähnliche Mechanik haben, wahrscheinlich noch mit irgendwie diesem anderen Kniff, aber man sieht das hier eben auch schon drauf, ne? Muss halt bestimmte Zahlenwerte auf bestimmte Felder decken, damit dann irgendwelche Dinge machen. Also wer jetzt sagt halt, ne, Fantasy holt ein wenig ab, man ist halt mehr im Team Sci-Fi, dann ist das jetzt dann eben die Version davon, die euch vielleicht begeistern könnte. Kann man sich sicher schon mal gut auf Englisch holen und dann vielleicht auch irgendwann auf Deutsch bei Schwerkraft. Apropos Nostalgie, als Kind war ich natürlich auch riesengroßer Transformers-Fan. Also vergesst diese Filme, die sind ja auch nur begrenzt gut, haben so einen gewissen Unterhaltungsfaktor, aber sind eigentlich auch eher echt schlecht. Aber die Serie damals, ich als Kind, habe die natürlich total gefeiert. Und da gibt es jetzt eben auch ein Deckbauspiel für 1 bis 5 Spieler zu. Ist halt von Renegade Game Studios. Auch die können ja gute Spiele machen. Und das ist auf jeden Fall was, das werde ich irgendwie im Hinterkopf behalten und mir dann auch mal angucken, wenn es da ist. So, von Airland und Sea habe ich euch ja schon berichtet, ne? Das hier ist auch von 2018, das habt ihr letztes Jahr in meinem Gezockt aus Radebeul gesehen. Ich habe euch da auch ein Video zu gemacht von Arcane Wonders, wirklich ein gutes, kleines, geniales Spiel. Ich glaube, Stefan meinte sogar, er hat das in seiner Top 10 des Jahres und jetzt gibt es dazu so eine etwas, sag ich mal, ansprechendere Version, wo wir dann halt Critters at War haben. Also wir haben nicht mehr so dieses richtige Weltkriegsthema, sondern irgendwelche Tiere, die sich dann duellieren, und das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz schick, dass das jetzt eben auch in dieser Version rauskommt. Und ich weiß gar nicht, ob es, na, hier steht es nicht bei, ich weiß nicht, ob ich das munkeln gehört habe, dass es da eine deutsche Version von geben soll. Sobald ich Näheres weiß, werde ich euch das natürlich mitteilen, aber guckt euch da mal mein Video zu an. Wenn ihr wirklich gut gemachte, kurzweilige 2-Personen-Spiele mögt, dann ist das ein schickes Ding.
Fight Club, The Home Game, da rede ich ja auch schon seit 2 Jahren drüber, weil das immer mal wieder auftaucht, aber bisher nicht erschienen ist. Jetzt soll es im 3. Quartal erscheinen. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich auch im September noch rauskommen. Und mittlerweile ist ein bisschen mehr bekannt über dieses Spiel. Und ich gehe eigentlich mal davon aus, dass alle diesen Film gesehen haben. Es ist einer meiner Top 3 Filme of all time. Eigentlich Top, also Platz 1. Ich mag diesen Film einfach unwahrscheinlich gerne. Ich weiß, wie mittlerweile andere Filme vielleicht auch damit konkurrieren könnten, aber eigentlich ist der schon immer noch so gut. Ich habe den schon über 30 Mal geguckt und kann mich da einfach nicht dran satt sehen. Und dieses Spiel, also ich will jetzt nicht groß spoilern, weil es wäre auch ein Spoiler für den Film, aber es ist eben ein 2-Personen-Deckbauspiel, was so den großen Twist dieses Spiels in Deckbauform umsetzt. Und da bin ich mal gespannt drauf, wie sie das gemacht haben, ob das wirklich den Geist des Films gut einfängt, zum einen, ob es ein tolles Spiel ist, zum anderen. Und wenn ihr auch riesen Fight Club-Fans seid, dann schreibt das auch gerne mal unten in die Beschreibung, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Dann guckt den mal, der lohnt sich auf jeden Fall. So, wo wir vorhin schon über One Deck Dungeon oder Winziges Verlies geredet haben, da kommt dann jetzt eben auch eine Erweiterung zu raus. Ich glaube, es ist sogar schon die 2. Erweiterung, Abyssal Depths. Und mal gucken, ob da schon Netz verblüfft. Nee, steht Schwerkraft auch noch nicht bei. Ja, da kann man dann gespannt sein. Es macht bei manchen Sachen auch Sinn, sich die einfach auf Englisch zu holen, weil dann weiß man immer safe, dass man die Erweiterung eben auch zeitnah hat. Aber wenn man halt einfach auf die deutsche Version warten möchte, weil man dann mehr Mitspieler findet, dann muss man halt eben immer gucken. Ich meine, Erweiterungen sind natürlich immer schön und nett, aber statt sich halt irgendwie 2, 3 Erweiterungen für das eine Spiel zu holen, das man eh wahrscheinlich nur irgendwie alle paar Wochen oder Monate mal spielt, kann man sich noch einfach mal ein neues Spiel holen. Aber das ist immer persönlicher Geschmack. Vielleicht seid ihr totaler Hardcore-Fan, habt da 40 Partien von gespielt. Und da ist natürlich klar, dass sich so ein Spiel irgendwann mal so ein bisschen erschöpft und man sich einfach freut, neue Erweiterung, nochmal ein neuer Anlass, das Spiel wieder rauszuholen, auch ein neuer Reiz in das Ganze setzt, also hat auf jeden Fall schon seine Daseinsberechtigung. Und dann auch von Gale Force 9, Dune Betrayal, ein Spiel für 4 bis 8 Spieler, also auch so ein Social Deduction Spiel, bei dem wir halt irgendwie in verschiedene Rollen schlüpfen. Jeder gehört halt irgendwie zu einem Team. Irgendjemand hat auch schon mal bei irgendeiner Vorschau, die es dazu gab, geschrieben, sieht das nicht genauso aus wie Resistance, wo andere Leute zugeschrieben haben. Nee, erinnert auf den ersten Blick ein bisschen daran, hat aber dann doch irgendwelche anderen Elemente. Da könnt ihr euch hier auf dunenewsnet.com auch mal dann so ein Q&A dazu angucken, wo das alles nochmal ein bisschen ausführlicher beleuchtet wird. Und wenn ihr halt totale Dune-Fans seid, weil ihr jetzt ja vielleicht auch den Film euch schon angeguckt habt und sagt, so, boah, bombastisch geil, dann habt ihr in diesem Jahr auf jeden Fall mehr als genug Spiele in dem Franchise, die ihr spielen könnt. Und das war's dann tatsächlich. Ich habe jetzt nicht alle Spiele genommen, die hier gelistet sind, weil alle Spiele sind 208 und über ein paar Spiele habe ich halt schon geredet oder sie interessieren mich persönlich auch einfach nicht so sehr, sondern wir hier mal durchscrollen. Zu den meisten habe ich euch was erzählt. Zu Sleeping Gods habe ich schon ein Video zu gemacht. Glasstraße ist halt die englische Version, die 3. Edition, die wieder rauskommt. Ne, gibt's auch ein Video von mir zu, ist jetzt irgendwie nicht so spannend. Malev Metro ist irgendwie auch schon im Februar rausgekommen, also da gibt's auch schon Content zu, ist auch von Bezier Games, genau. Und das meiste, was ich halt irgendwie interessant finde, habe ich euch wirklich, ne, Juicy Fruits, ne, also das sind natürlich auch viel bei, was jetzt, ne, wenn's deutsche Produkte sind, die halt schon im Frühjahr oder Sommer auf Deutsch rausgekommen sind, die dann jetzt eben ihren englischen Vertrieb bekommen. Und Brew gibt's ja auch schon was zu, Clash of Cultures kommt ja bei uns allen jetzt hoffentlich bald raus. Ja, also ja, das war einmal der Überblick. Ich fand da durchaus einige spannend bei. Also vieles, wo ich sagen würde, würde ich mir gerne angucken, wenn ich da irgendwie rankomme. Wenig dabei, wo ich sagen würde, das ist ein zwingendes Must-Have für mich. Aber das ist das Gute. Ich habe ja auch gerade die Top 100 gemacht. Ich habe auch einfach noch so viele Spiele. Also wenn, ich sag's ja auch immer mal wieder gerne, ne, wenn jetzt irgendwie so ein Jahr wäre, wo einfach ein Jahr lang keine neuen Spiele rauskommen würden, wäre natürlich schlecht, wenn man einen YouTube-Kanal hat, der über Brettspiele geht. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, einfach die ganzen tollen Spiele, die ich habe, einfach auch mal ein bisschen ausführlicher, häufiger spielen zu können, weil ich bin halt so, ich mag halt diese Vielfalt an Spielen. Ich meine, allein das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, von 10 über irgendwie Great Western Trail, über The Loop und alle möglichen anderen Spiele, die sind einfach alle mega interessant für mich. Ich möchte die gerne alle ausprobieren, alle kennen, mitreden können, die auch, ne, mit anderen Spielen vergleichen können, euch eben auch gut beraten können, wenn ihr irgendwie mal eine Frage habt, so, welche Spiele oder wie ist das und das im Vergleich zu dem und dem Spiel. Das macht mir persönlich einfach super viel Spaß. Und ja, ich hoffe, dass für euch was Interessantes dabei war, dass ihr jetzt ein bisschen schlauer seid. Wenn ihr vielleicht irgendwas von den Spielen schon gespielt habt, auch im Tabletop-Simulator oder so, dann lasst eben auch gerne einen Kommentar unter dem Video da. Und ja,
Das war es dann von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir werden uns sicher auch bald mal die Essen-Vorschau angucken. Das ist momentan auch so ein bisschen im Stocken. Normalerweise stehen jetzt so knapp 4 Wochen vor der Messe da schon mindestens 700 Spiele drin, wenn nicht sogar eher 1000 Spiele. Ich glaube, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren gerade mal 300 Spiele in der Essen-Vorschau. Und dann waren auch oft so Spiele von so spanischen Verlagen irgendwie mysteriöserweise ganz weit oben. Das war in der Vergangenheit auch schon oftmals so, obwohl die dann gar nicht so gut waren, am Ende auch gar nicht so gehypt waren. Naja, wenn die Netzwerke funktionieren, funktionieren sie halt. Und ja, das war's dann von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen, übermorgen wieder in einem Video, in einem Livestream. Guckt gerne mal rein. Ich sage bis bald und tschüss.